Für dieses Video habe ich mir ein ganz besonderes Outfit für euch überlegt. Ich gebe alles, Leute. Alles an dieser Stelle. Bin ich mal gespannt. Ich meine, Tüte allgemein spricht jetzt nicht gerade für Qualität. Zumindest Kleid in der Tüte. Hochzeiten, Abschlussbälle, runde Geburtstage, die vielleicht auch bald auf einen zukommen. Für diese ganzen Events gibt es Traumkleider, Visuals, die man sich vorstellt. Und die erste Anlaufstelle, bei mir zumindest, ist immer Pinterest, meine Lieblingsplattform. Und ich bin mir sicher, bei vielen von euch da draußen auch. Ich weiß, ihr habt sie auch schon mal gesehen, diese Traumkleider. Meistens zu wirklich Spottpreisen, aber taugen die wirklich was? Ich habe sie bestellt, damit ihr sie nicht bestellt. Müsst. Denn ich weiß nicht so wirklich, was dahinter steckt. Die Bilder sind wirklich umwerfend, aber kann das zu diesen Preisen sein? Bringt man wirklich so ein geiles Schnäppchen hin? Ich habe mich mal durch verschiedene Styles probiert, zu verschiedenen Preisen. Von sehr unrealistisch bis es wird schon realistischer vom Preis her. Hast du dir Kleider bestellt? Ja. Also das würde mich ja interessieren. Ich habe nur gehört Wedding Time und ich bin auf eine Hochzeit eingeladen. Sag mal. Ich weiß nämlich nicht, was ich anziehe. Siehst du? Genau für diese Leute mache ich dieses Video. Burgundy, 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 Burgundy. Regisseur, Regisseur, Eisverkehr. Burgundy Prom Dress. Habe ich Abschlussball gesagt im Intro? Abschlussbälle. Slit Sequins. Keine Ahnung, was es bedeuten soll. Wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage atemberaubend? 189 Euro ist schon ein stabiler Preis, aber für dieses Kleid, was da abgebildet ist, seien wir mal ehrlich, eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Mittelgroßes Package für ein Ballkleid. Jetzt nicht so toll. Okay. Das erste, was mir auffällt, ist ein innerer BH, weil das keine Träger hat. Das ist wenigstens ein Detail. Über die Qualität des Zippers lässt sich streiten. Lass mal den BH zuknipsen. Also, okay. Dafür, dass dieses Kleid trägerlos ist, bietet es absolut gar keinen Halt. So ein komischer Stoff auch. Das ist ein bisschen so, als wäre das kein Stoff für Kleidung, sondern so ein Bezug für Kinosessel. Ich meine, wenigstens ist die Schleppe ein bisschen Drama. Ich bin geschockt. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das? Ey, das Ding hat 189,99 Euro gekostet. Dass die Handschuhe nicht dabei sind, ist das kleinste Problem, Leute. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber in meinem Leben würde ich nicht mit so einem Kleid rausgehen. Das schreit auch einfach nur Drama. Sexy Schlitz, schwarze Spitze. Also ich weiß nicht, auf welche Proms ihr gegangen seid, aber mein Kleid war auf jeden Fall nicht so spektakulär, würde ich sagen. Es gibt mir so ein bisschen Black Swan-Vibes. Sie ist mysteriös. Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte schon immer mal mysteriös in meinem Leben sein. Kann mir mal jemand sagen, warum ich Nippelsticker habe und das meine Nippel noch mehr hervorstechen lässt als ohne? Eine weitere Tütenaktion hier. Fühlt sich jetzt qualitativ nicht super hochwertig an, aber ich habe schon Schlimmeres erlebt. Schon mal gar nicht so kacke, würde ich sagen. Auf den ersten Fühler. Außer, dass es mir wahrscheinlich nicht passt. Ich fange mal mit den negativen Punkten an. Dafür, dass ich meine actual Größe bestellt habe, ist es schon shocking, wie klein das angekommen ist. 100% Polyester. Aber wenn es passen würde, wäre es eigentlich ganz schön. So denke ich mal. Von der Form her und vom Korsett her. Ich glaube nicht, dass man eine Unterhose tragen kann, okay? Ich glaube, man würde die sehen. Der Mumu Flash ist quasi vorprogrammiert. Aber wenn man damit kein Problem hat und ich judge euch da auch gar nicht, dann ist es durchaus ein Kleid, das man tragen kann auf spezielle Events, wie zum Beispiel eine sexy Beerdigung. Leider fällt es mir teilweise sehr schwer zu glauben, dass das auch wirklich die Kleider sind, die ich eigentlich bestellt habe. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach Remakes von irgendwelchen Designerkleider sind auf billig. Aber irgendwie, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich würde dafür nicht mal 179 Euro ausgeben, weil, ja, weiß nicht, vielleicht wenn es passt, sitzt eigentlich vielleicht ganz gut. Bei dem bin ich zwiegespalten. Bye. Richtiger Snape-Move. Das ist hier so ein richtiges Show-Kleid. Damen-Etui-Kleid, Langarm, solide Quaste, Fransen, Schlitz, elegant, weiß, SML, XL, XXL. Für 51,53 Euro eigentlich unschlagbar. Vor allem, wenn dieses Kleid wirklich so ankommt, wie es hier gezeigt wird. Ich meine,
Das zweite Bild sieht ein bisschen wack aus. Es sieht ein bisschen aus wie ein komplett anderes Kleid, okay? Aber wir gucken einfach mal. Ich wollte es fast nicht glauben, aber hier ist ein winziges kleines Kleid drin. Wie kann in so einem Paket ein Kleid drin sein? Okay. Ich kann mich nicht erinnern, ein goldenes Kleid geordert zu haben. Let's dance, oder was? Es fällt schon richtig auseinander, dieses Kleid. Es lässt wirklich an mehreren Stellen zu wünschen übrig, weil irgendwelche Fäden raushängen. Dieses Kleid besteht nicht mal aus einem richtigen Stoff. Das ist einfach nur ein Netz, wo ein paar Pailletten drauf genäht sind. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es grauenvoll. Ich kann gar nicht glauben, dass es das gleiche Kleid ist wie auf diesem Bild. Das sah ja schon auf dem zweiten Bild irgendwie nicht so cool aus. Aber was ist das denn? Da stimmt gar nicht mal die Farbe. Ey, und für 51 Euro bekommt man echt Bombenkleider. Bombenkleider, was ist das? Ich weiß nicht, ob das auf Kamera auch so komisch kommt, aber... The fuck? Das ist eine 0,00. Wenn ich eine Minus geben könnte, was ich kann, weil es mein eigenes Video ist, würde ich sagen minus 10. Wenn nicht sogar minus 100. Das ist wirklich die Definition von ein Griff ins Klo. Geschweigen dessen, dass es unschmeichelhaft sein Vater und mein ganzer Boden voller Pailletten ist. Und ich fall schon auseinander. Was ist das? Natürlich darf ein Brautkleid nicht fehlen. Ich glaube, das ist für viele eine günstigere Alternative, im Internet was rauszusuchen, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber ich kann mir vorstellen, da gab es in der Geschichte des Internets auch schon einige Fehlgriffe. Also dieses Brautkleid, das ist wirklich ein Traum, zumindest auf dem Foto. Und ein Brautkleid für $266,99 ist suspekt. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Bin ich mal gespannt. Ich meine, Tüte allgemein spricht jetzt nicht gerade für Qualität. Zumindest Kleid in der Tüte. Okay. Es ist auf jeden Fall schon mal recht schwer. Das gefällt mir. Mein Gott, selten hatte ich ein richtiges Brautkleid an. So eins auf bisschen ernst. Wisst ihr, was ich meine? Sehr schwer alleine zuzumachen. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich sehe aus wie eine Figur aus einem Horrorfilm. Ich musste mich ein wenig koordinieren, da man das noch erstmal schnüren musste am Rücken. Das habe ich jetzt so ein bisschen provisorisch gemacht. Und ich muss sagen, ich wäre nicht mal totally abgeneigt dagegen, das bei meiner Hochzeit zu tragen. Ich sage euch, wie es ist. Ich finde es irgendwie mega cute. Dinge, die ich nicht erwartet hätte. Es hat auf jeden Fall so ein richtig stabiles Korsett. Es ist offensichtlich full Polyester. Ich fange jetzt schon an zu schwitzen, aber nicht das schlechteste Brautkleid. Nicht das schlechteste Brautkleid, was man aus dem Internet bekommt, würde ich sagen. Hallo? Abgesehen davon, dass es ein komplett anderes Kleid ist, wie ich sagen würde, die Details an der Schulter, der Rücken, dieser Mittelteil hier. Ich bin nicht sauer. Es ist in Ordnung. Es ist an manchen komischen Stellen zu eng, dann wieder an random places zu weit. Aber vielleicht könnte man sogar noch ein bisschen was draus schneidern und anpassen lassen. Und dann hätte man vielleicht ein recht angemessenes Kleid für eine Hochzeit oder einen Stierkampf. Also ich kenne mich ja nicht mit Kleiderarten aus, ne? Aber Trompete / Meerjungfrau Ballkleid, das war ein Eyecatcher. Da dachte ich, da muss ich ran. Da muss ich rankommen an das Kleid. Für die Hochzeitsfeier bodenlang und ärmenlos. Allerdings, wenn man sich hier schon mal ein bisschen durch die Bilder klickt und dieses Video genauestens analysiert, glaube ich nicht, dass die Pailletten den Glanzeffekt haben, wie sie es auf dem ersten Bild haben. Ich weiß nicht, ob das dasselbe Kleid ist überhaupt. Finden wir es raus. Okidoki. Das ist jetzt hier so ein Mittelding. Ich sehe schon diese scheiß aufgenähten Pailletten. Ich hasse ja diese flachen Pailletten. Es stinkt. Es stinkt nach altem Fisch. Ja, dann like the smell. Ich muss halt sagen, ich habe ja teilweise schon eher die größere Größe genommen. Aber es bietet sich an, bei solchen Seiten echt zwei Größen drüber zu bestellen. Ich finde, dieses Kleid trägt unfassbar auf. Günstige Produktion wäre noch nett ausgedrückt eigentlich. Es ist nicht so schlimm, wie es sein könnte, aber es ist schlimm. Mumu Flash gibt es eigentlich immer gratis dazu. Und es ist halt wirklich irgendwie so ein
Wedding-After-Party-Dress. 1 Milliarde % nicht das, was ich bestellt habe. 100 Milliarden % nicht 159,99 € wert. Ey, vielleicht 1 Euro. Ich schwöre es. Was ist das? Ich ärgere mich. Ich hoffe, ich kann es zurückschicken. Ich glaube nicht. Ich fühle mich durchaus belogen, betrogen und hintergangen. Alles, was ich sagen kann, ich würde es nicht empfehlen, über Pinterest Kleider zu bestellen. Besonders zu einem wichtigen Anlass. Ey, meine Nachbarn streiten sich so krass. Das hat mich jetzt rausgebracht. Okay. 2 der Kleider waren in Ordnung. Der Rest kann man in die Tonne kloppen. Also wenn ihr das nächste Mal verführt seid auf Pinterest und euch denkt, wow, Hammer Deal, dies sei euch eine Lehre. Und dafür mache ich diese Videos und wir sehen uns auch das nächste Mal wieder. Hoffentlich zumindest, wenn ihr mich liebt, wenn ihr mich adort, auch in hässlichen Kleidern, die aus Stoff bestehen, die eigentlich für Kinosessel verwendet werden. Bye!